Na, geht, die Ohrschlöcher vom ORF sind da! Sperrt den Köter in den Keller! Grüß Gott, Herr Hofer. Ja, grüß Gott, ich freue mich so, dass Sie da sind. Bitte kommen Sie doch rein. Sehr gerne. Home Story machen wir. Ja, bitte, ich habe nichts zu verbergen. Überhaupt nichts zu verbergen. Gar nichts. Ich habe keine Leichen im Keller. Aber im Keller dürfen wir heute nicht drehen, bitte. Im Keller dürfen wir heute leider nicht drehen. Warum ist es nicht möglich, im Keller zu drehen? Nein, ich habe ein Hunderl ja jetzt. Die Jessie, mein Gott, ich mag die Jessie so. Die Jessie fremdelt noch ein bisschen und ist unten im Keller, während wir hier drehen. Ja, ja, schade. Mein Käppi kann ich gleich zeigen, vielleicht ein Regenkäppi. Ich habe den Regen so gern, aber auch die Sonne. Wenn es regnet, werden die Haare nicht nass. Stock und Hut steht ihm gut, Mr. President. Bitte. Gerne. Ja, also das hier ist mein Wohnbereich. Hier lebe ich. Ich lebe gern. Ja, ich lebe gern. Das ist mein Reich. Aha. Also, drehen Sie mir jetzt bitte keinen Strick aus Reich. Also, na. So, kann ich Ihnen vielleicht sagen, da bin ich stolz drauf, auf mein Bücherregal. Mag gern die Bücher. Also, was mich wirklich mit Stolz erfüllt, ist, dass das Bücherregal sich schon richtig durchbiegt. Ich lese so gern. Wirklich, das Lesen ist so wichtig geworden. Man muss sich Zeit nehmen. Das zum Beispiel ist mein Lieblingsbuch. Ja, ein Geschichtsbuch. Und das ist meine liebste Epoche, ist die Kreidezeit. Ja, und das ist auch sehr interessant. Wenn Sie das einmal hernehmen würden, das ist ein ganz tolles Buch. Das hat ein von mir befreundeter wie sagt man? Autor? Ja, Schriftsteller geschrieben. Für mich NLP, das heißt Norbert Leiwander Präsident. Also ich habe auf der ganzen Welt Freunde und Unterstützer und das habe ich richtig gern. Hier zum Beispiel, das ist eine liebe Geschichte. Die Dame habe ich kennengelernt in Frankreich, die ist bei der Marine. Und der habe ich, das ist wirklich eine liebe Geschichte, der habe ich aus der Hand gelesen. Ja? Leider von der falschen Seite. Und das ist ein wirklich lustiges Foto, oder? Das ist ein lustiges Foto mit dem Bier, das ist der HC und die K. Wer bitte? Die Frau K, die wurde mir so vorgestellt. Also Frau K. Petri. Ja, Petri Heil. Und das ist ein ganz lieber Freund. Für mich ist eigentlich mein bester Freund, der Gerd. Das sind eigentlich alles rechtsextreme Politiker. Ja, was heißt rechtsextreme? Was ist das wieder für eine Unverschämtheit? Was ist die Kreide? Ja, mein Gott. Sag mal so, die einen sagen so, die anderen. So wichtig ist, glaube ich, dass wir alle schaffen, gut auszukommen miteinander. Rechts und links. Bitte, Herr Redakteur, das sind doch schon lang keine Kategorien mehr. Jetzt zeige ich Ihnen was wirklich Privates. Norberts Land der Träume. Ich träume so gern und das ist mein Schlafzimmer. Also brauche ich ja nicht klopfen. Schauen Sie, da schlafe ich, das ist mein Dreamland. Da fühle ich mich wohl, ich träume so gern. Und das Träumen, das ist interessant. Das Träumen ist nämlich was anderes als die Realität. In der Realität erlebt man Dinge, die real sind und im Traum ist es was anderes. Da verschiebt sich so einiges. Ich habe was Interessantes geträumt. Letztens, das möchte ich Ihnen gerne erzählen, da habe ich geträumt, ich reite auf einem Einhorn durch ein Spalier von Österreichern und Österreicherinnen in die Hofburg. Das war wirklich ein feiner Traum. Ich träume so gern. Das kann ich jedem empfehlen. Herr Redakteur, wenn Sie einmal träumen, Sie werden sich wundern, was im Traum alles möglich ist. So, jetzt zeige ich Ihnen noch das letzte Zimmer. Und dann muss ich Sie schon rausschmeißen. Ein interessantes Zimmer, das ich Ihnen gern zeige, das ist das Fechtzimmer. Ja? Und das ist die Fechtpuppe Sascha. Die hat mir der liebe Johann Gudenus zu meinem Hochzeitstag geschenkt. Ja? Ich bin ja nicht so gut an der Klinge. Ich bin nicht so gut. Ich tue immer nur ein bisschen anfechten. Der Kuckuck läutet. Das ist für mich das Signal, dass ich leider gehen muss. Ich habe noch einen Termin und der ist mir so wichtig. Aha, wo geht's heute noch hin? Ja, ich muss noch zum Binkerfelder Sommergschnaß. Das mag ich so gern. Da bin ich immer der Ehrengast und da gibt's das beste Zigeunerschnitzel. Und
Das ist was wirklich Hübsches, da wird immer die beste Verkleidung gewählt. Wollen Sie wissen, als was ich gehe? Ja, von mir aus. Schauen wir mal, ob Sie es erraten. Sind Sie wahnsinnig? Das können Sie nicht machen, Herr Hofer, das ist ja nicht möglich. Ja, Sie werden sich wundern, was alles möglich ist. Ja, der Norbert Hofer geht beim Winkelfelder Sommergeschnass als Charlie Chaplin.